So, willkommen zurück zu WoW. Genau, habe ich ja gesagt. Wir sind ja jetzt hier immer bei dem Festwald. Immer diese dramatische Musik. Ich musste erstmal so bestimmte Typen töten. Darunter ist hier da vorne der Typ, der Osama. Der auch schon fast down ist und ist down. Und er hat eine Quest fallen gelassen. Bringte Rana das Schreiben des Barones. So schnell kann das gehen. Ist hier irgendwo Mob? Irgendwas? Erstmal runterfallen, ne? War so klar. Los, geht er hoch. So. Da oben sind noch welche. Los! Ich komme hier nicht hoch. Ernsthaft nicht. Wie lame ist das denn? Ich will die Pussy da töten. So. Ist hier drinne, sollte auch einer sein. Von den Zweien. Ah, da ist ein Ghoul. Da ist ein Ghoul. Den habe ich gesucht. Die brauche ich, um den Geist von... einen Geist von Daroheim zu befreien. Dafür muss ich die Ghule töten, wenn ich mal welche sehe, die hier rumlaufen. Immerhin gehen die schnell down, die Mobs hier. Wie man sieht. So. Drei Stück haben wir schon befreit. Da ist noch so ein Untoter. Da hinten ist auch noch ein Ghoul und so. Ja, passt alles. Die Schädel sammeln, das ist lästig, weil ich da 16 Stück von brauche. Und ja. Was für Leichen muss ich eigentlich verbrennen? Kadaver der überladenen Golems verbrennen. Ach so. Ich muss da hinten die komischen Typen töten, die Golems auch noch. Und verbrennen. Danke, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Ah ja. Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist mein Motto, nein Spaß. Muss ich auch noch 8 Stück von den Golems hier töten oder was? Und die dann verbrennen. Yeah, ich zünde irgendwelche Untoten an. Ich bin so cool. Und die 5 Punkte nehmen wir mit und auf geht's weiter. Dramatische Musik. So, ey. Noch 3 Stück befreien, noch ein paar. Ich muss noch genug Dinge machen. Ja, ja. Die Quests hier, die letzten Quests, die dauern ein bisschen lange, wenn man da so viel machen muss auf einmal. Nö, ich dachte schon, das ist ein bestimmter Mob, aber ist nicht. Fliegt hier einfach nur so rum. Danach töte ich den Fleischgolem da oben. So. Jetzt hört ihr da oben noch den Golem. Der auch schon fast tot ist. Bitte. Der fällt mir ein, ich könnte mal wieder Gifte auf meine Waffen machen. Wäre auf jeden Fall voll cool. Bisschen vorteilhaft wäre das, ja. Ja, los.
Und tot. Irgendwie sieht mein Schurke schon echt cool aus mit der Maske und so. Das heißt, mir gefällt mein Schurke auf jeden Fall mittlerweile. So. Na, 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 na. Töten, töten, töten. Immer muss ich töten. Ja, los. Gehen wir mal hier hoch. Und töten da drinnen noch den hässlichen Tucke hier, Alter. So. Den hätten wir. Damit haben wir auch schon die beiden Typen down. Brauchen wir nur noch stinkende Schädel und Geister von Daroheim befreien und noch Kadaver verbrennen von diesen fetten, hässlichen Viechern. Naja, gucken wir mal, wo da welche sind. Ich glaube, hier oben irgendwo in die Richtung. Genau, da ist auch schon einer. Bam! Ah ja, ich muss ja verbrennen. Habe ich ganz vergessen. Wäre ich jetzt weiter geritten, das wäre doof. Wo sind denn hier noch welche? Da vorne. Ja, und wir haben auch bald schon die Dings fertig hier. Die östlichen Pestländer haben wir fast schon fertig. Und dann geht es auch, denke ich mal, schon im nächsten Part zum nächsten Gebiet. Aber vorher werden wir auf jeden Fall dann noch zurück nach Stormwind gehen. Und alles verkaufen und alles Mögliche erstmal wieder aktualisieren. Bevor es dann weitergeht. Wir haben jetzt ja die zwei Erfolge haben wir ja schon. Wir haben ja die östlichen Pestländer vollkommen erkundet. Haben den Erfolg voller Waren bekommen, weil wir alle Mitglieder für Fionas Karawane bekommen haben. Und jetzt wird nur noch einer. Das ist genug Quests in diesem Gebiet gemacht zu haben. Und den kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir gleich die nächsten abgeben werden. Naja, ich hoffe, ich konnte euch wenigstens zeigen, bis hierhin schon mal, wie easy das eigentlich ist, auch ohne Ilkonkobontanes Gear ganz leicht zu leveln. Beziehungsweise, ja, oder ohne Geld kommt man ja, kann mich ja auch ziemlich weit. Ich habe ja jetzt mittlerweile selber schon mir Geld gefarmt. Durch Verkaufen von Dingen im AHA. Ja, eigentlich ganz easy, ne? So. Da ist noch ein Dicker. Ich brauche noch... Ich muss unbedingt nochmal Ghule finden hier. Stirb! Aber ich sehe nirgends welche. Ich brauche noch zwei so eine Dicke und drei Ghule. Zwei Dicke, drei Ghule. Ach, hier sind sogar ein Dicker und ein Ghul. So. Brauchen wir noch zwei Ghule und zwei Dicke. Kamehameha. Ja, wenn man ordentlich crittet, andauern wie jetzt gerade, ist ja auch schnell down. Nur noch zwei Ghule und ein Dicker. Ah, da unten. Da ist sogar noch ein Ghoul. Sauber. So, nur noch zwei Ghule, beziehungsweise wenn der tot ist, nur noch ein Ghoul. Hoffentlich finden wir den einen auch schnell. Ja, los, sprich doch an. So, ey. Noch einen Ghoul. Noch einen Ghoul. Aber hier sind keine Ghule gerade und das nervt. Da oben.
Sterb! Kein Mal gekrittet mit gar nichts, außer jetzt mit dem So. Damit haben wir 5 Quests. Ja, ich habe ja die eine eben noch angenommen. Das Papier, was wir bekommen haben. Müssen wir einfach nur mit dem Typen sprechen, weil wir das Papier bekommen haben. Klingt komisch, ist aber so. Gehen wir mal alle Quests ab. Erstmal bei dem. Schönen Tag auch. Seht sich. Was nehmen wir denn mal? Schultern, Leder, 6 Beweglichkeit, 9 Ausdauer. Und auf jeden Fall mehr wie meine. An Ausdauer, ist nicht an Beweglichkeit. Beweglichkeit ist genau gleich. Naja. Das mit der Hülle brauchen wir eigentlich gar nicht machen, aber das machen wir einfach mal, weil das gute EP gibt. So, Wächter von Stratholm, bitte, bitte. Quest in östliche Pestländer. Das ist, hier. Schließt 70 Quests in den östlichen Pestländern. Gidwins sucht nach Gidwin Goldsdorf in Schlachthaus, der Zentrum der Pestwald. Bringt fast 10.000 EP die Quest. Das ist enorm. Bevor wir das machen, werden wir die eine Quest eben schnell zu Ende machen. Das mit den Kadavern. Das ist eigentlich ziemlich leicht und geht schnell. Und dafür bekomme ich ein Gold, ein Item und viele EP. Dazu müssen wir einfach nur die Hainus hier töten. Dann stellen wir hier ein so ein Ding auf. Ja, komm. Am besten so, dass wir... Ach, geht der jetzt mal tot hier, ey? Geht doch gar nicht. Hier eins. Hier einer. Und damit haben wir den zerstört. Und noch einen. Und auch zerstört. Nur noch den einen Kadaver und dann haben wir auch alle. Und danach suchen wir endlich Gidwin und schauen, ob er noch lebt und alles fit ist bei ihm und so. Jetzt habe ich das Teil zu weit weggestellt oder was? Ist klar. Komm. Machen wir es halt näher. So. Noch ein. Punkte nehmen wir alle mit und heilen uns nebenbei. So, zerstört alle. Quest abgeben, Item nehmen und Gidwin suchen. Ich finde, der Schocke sieht schon so geil aus mit den Schultern und alles. Schön. Aber das haben wir gut hinbekommen bisher, ja, ja. Eine coole Nachtelfe. Wo muss ich überhaupt hin? In die Richtung. Ja, komm. So. Zum Glück sind wir Nachtelf-Schurken und deswegen können wir Nachtelf-Schurken haben ja Bonus, wie gesagt, mit Verstohlenheit. Mit Verstohlenheit, ja, ja. Ja, sorry, Leute. Ich hab irgendwas im Hals. So. Damit haben wir die Quest fertig und wir machen jetzt die letzte Quest
oder vorletzte Quest, beziehungsweise in den östlichen Pestländern. Und zwar Gidwin Lotz Goldzopf hier drinne suchen. Du weißt niemals damit durchkommen, du hässliche, stinkende Hexe. Oh, wirklich? Was genau werdet ihr nun tun, Zwerg? Es gibt niemanden, der euch retten könnte. Na, ich und er hier. Nur ihr zwei, ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Ja, ich wäre hier, wir und unsere Armee. Da bin ich anderer Meinung. Ja! Zum Angriff! Da sind noch der Typ hier, den wir getötet haben, und der Geist, alle, die wir... Und Pamela! Und der Zwerg tanzt und ich stehe im Bild. So. Und da sind wir alle vereint, die ganze Karawane. Hallo? Ich glaub das ja nicht. Wie froh ich bin, euch zu beide zu sehen. Mir steigen gleich die Tränen in die Augen. Augen, die zu lange durch den Banshee blicken mussten. Tut mir leid, dass ich euch so viel Ärger bereitet habe. Bringt ihr mich zurück zur Karawane? Wir sind doch alle hier. Ein Gold und 9100 EP. Letzte Quest. Und so, ich halte die Luft an in diesem Ort nicht mehr aus. Der Gestank der Untoten ist schon schlimm genug, aber wenn man dann noch Pilz hinzufügen, ich hasse Pilze. Ich werde zur Kapelle des hoffnungsvollen Lichts zurückkehren, Mr. Morgame. Und ich nehme Tarina und Fiona mit. Wir alle haben eine Pause verdient. Hier, nehmt das. Das ist ein Ruhestein. Mit ihm könnt ihr euch zur Kapelle des Versetzen lassen. Ach, zur Kapelle versetzen lassen. Ich brauche ihn nicht. Ich reise auf dem Wagen. Und zwar auf dem Vordersitz. Sprecht mit Fiona in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Das ist die letzte Quest. Cool, ne? Was gibt's denn da? Ein Ring, ein Ledergürtel, den ich nicht brauche. Eines, was ich gebrauchen kann, ist wie gesagt der Ring. 6 Beweglichkeit. Ja. Seid auf der Hut. Bringt ein blaues Item. Und wir haben jetzt den Ruhestein von ihm bekommen hier. Geht wie ins Ruhestein. 5. Nein, muss schnell Ring rauspacken. Oh, verdammt. Ich wollte doch noch den Ring da rauspacken. So. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die östlichen Pestländer durch. Das ganze Gebiet. Fertig gequestet, endlich. Alter Schwede. Wie viel Level hier wir bekommen haben in dem Gebiet. Tiranas Abzeichen. Was? Kein Trinkgeld. Falscher Ring. So. Somit sind wir Level 45, haben dieses Gebiet geschafft, sehen jetzt so aus, haben die Karawane zusammenbekommen, haben alle Quests fertig und können jetzt endlich in Ruhe nach Stormwind gehen. Und ich habe immer noch nicht meinen Ruhestein in Stormwind gebunden, wie doof ich einfach nur bin, das glaubt ihr gar nicht, Leute. Ah, so schön, so schön. Auf nach Stormwind. Ach so. Haben wir jetzt mal ein Bier verdient hier, ne? Ach ja. So. Stehen wir mal auf und gehen hinaus. Hallo. Menschenbürger, Braufest. Ja, weiß nicht, aber gehe ich jetzt nicht hin. Sturmwind, aha. Können wir mal ein Aqua... Blablabla. Wie viel können wir so ein Aquamarin verkaufen? Nicht viel anscheinend. Machen wir mal... 7 Gold für so ein Ding. Khadgar Schnurrbart, wo man mit zugeschissen wird. Auch nur ein Gold.
lohnt sich überhaupt nicht reinzustellen. Königsblut, 20 Stück, bekommen wir für, naja, 19 Gold. Geht ja noch. 15, 18. Sonnengras, 20 Stück für 45 Gold. Nice. Machen wir mal 37 und 42 und 50 Silber. Ja, ich weiß, ich habe da jetzt 4050 stehen, das wollen wir ja nicht. So. Hätten wir die 20er Stacks schon mal drinne, 10 Stück. Kein Preis für drinne, nee. Machen wir mal 10 und 11. Und 5 Stück machen wir für 4 und 5. So. Hoffen wir mal, das kaufen welche, dann haben wir wieder Kohle. Gehen wir jetzt mal zum Schurkenlehrer. Obwohl, nee, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Und gucken mal was. Ein Tick, ein Healer für FL, Twash, dann go go. Okay. Go go go. Go go steht da. Go go. Was führt euch hierher? Kann ich noch nicht. Ab wie viel kann ich das lernen? 275, verdammt. Wie fehlen 11 Skillpunkte? Egal. Kann man nichts machen, ne? Dann gehen wir zuerst zum Schurkenlehrer. Was haben wir denn hier? Menschenbürger. Ah, überall Menschenbürger, was wollen die? Haben auch keine Quest mehr? Nö. Schurkenlehrer ist direkt hier irgendwo. La 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 la. Okay, was gibt's denn hier Neues? Was ist das? Warte, bitte beschallen. Ah ja, tödliches Gift, das tickt über Zeit. Nehme ich das mal mit, einfach mal für Inis. Für längere Kämpfe, glaube ich, ist das gut. Aber ob es lohnt das ja gar nicht, bis du gesteckt ist, ist er ja schon tot. Finte und Falle entschärfen. Finte, Enttäuschungsmanöver wird durchgeführt und das zwar keinen Schaden verursacht, aber eure Bedrohung um 5% verringert und die Wahrscheinlichkeit senkt, dass blablabla bla 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 brauchen wir nicht. So. Oh, welcher Schurke benutzt bitte Finte? Und 6% lang. Ach so, Flächenschaden wird verringert auch. Ja. Weiß ich nicht. Gut, nee, ich will es trotzdem nicht benutzen. Dann kommt man mal dazu. Der Tank hat eh immer Aggro. Ein guter Tank, so. Way. So, wir sind jetzt an der Tafel wieder hier. Heldenaufruf. Was gibt's denn da? Heldenaufruf Ödland. Meldet euch bei Gek Düsenbruch an der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern. Ihr wollt mich doch verarschen. Yay, ich kann wieder zu den östlichen Pestländern fliegen. Way. Das ist doch lame. Was kann ich für euch tun? Auf zu der Kapelle da ganz oben. Siehe den Tschüss Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder.